Gut, Leute, dann machen wir weiter mit Pokémon Sonne. Ich habe ja Items gekauft, ne? Okay. Und zwar habe ich jetzt Giftschock. Überschütte das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen bereits Vergiftete. Das hat halt Stärke 65. Das will ich mal beibringen. Bis ich was Besseres lerne halt. So, TM-Worte aktiviert. Joa. Ich mach sogar mal Smog weg, weil. Weil Smog ist eh nicht so Stärke 30, naja. Das könnte halt vergiften, aber ich weiß nicht. Das ist nicht so geil. So, wir machen es mal weg. Giftschock ist definitiv besser. Und dann habe ich noch Dunkelklaue. Joa. Und das tausche ich mal gegen Erstauner aus. Das hat nämlich auch nur Stärke 30, Erstauner. Krass. Okay. So. Und dann schaue ich mir weiter hier diese Stadt an. Wir waren noch nicht im Friseursalon. Ja, Haare schneiden möchte ich mir aber auch nicht. Ich quatsch einfach hier mit dem. Hypno. Ich würde das Fell meines Hypno gern um den Hals herum etwas kürzer schneiden lassen. Wenn es nur endlich mal aufhören würde, mit seinen Pendel die Friseurin zu hypnotisieren. Alles klar, ach du Scheiße. So, hier könnten wir uns Haare schneiden lassen, möchte ich aber nicht, haben wir ja schon mal. Vielleicht später, aber momentan nicht. So, da war es schon, da war es schon, da war es schon. Hier waren wir shoppen. Haben wir mit dir schon geredet? Hi, ich verkaufe Naturheilmittel. Das ist nur ein Hobby von mir. Aber meine Ware ist erstklassig. Was hast du denn? Ach, das Gedöns. Okay. Ja, das brauche ich erstmal nicht, danke. So. Ja. Möchtest du wissen, wie zutraulich deine Pokémon sind? Nein, dich hatte ich schon. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Essen ist meine große Leidenschaft. Pokémon-Kämpfe sind der sportliche Ausgleich. Schlank werden dabei aber nur meine Pokémon. Vielleicht nur, weil nur sie sich bewegen. Ein Pantier? In Alola treffen die Esskulturen verschiedener Regionen aufeinander. Was ganz neue Gerichte hervorbringt. Man kann immer von anderen lernen. Ich lasse mich zum Beispiel oft von den Attacken meiner Gegner inspirieren. Einer Sache überdrüssig zu werden ist normal. Das ist die Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Aber die Speisekarte hier trifft immer meinen Geschmack. Daher bleibt bei mir alles beim Alten. Okay. Gutes Essen macht glücklich. Je besser ich also koche, desto fröhlicher sind alle. Oh, höchstwahrscheinlich. So, was geht hier? Magma. Dieses Magma habe ich von Captain Chiave bekommen. Er glaubt, ich habe großes Potenzial als Koch, insbesondere als Grillmeister. Außerdem habe ich mit Magma eine bessere Chance gegen Maho und ihre Pflanzen-Pokémon. Ja, das stimmt sogar. So, was ist hier bitte? Irgendwie nix. Ja, seltsam, ne? Gut, dann hauen wir wieder ab. So, herzlich willkommen, junger Herr. Ein Tisch für eine Person, ja. Ich empfehle unser täglich wechselndes Set-Menü. Es ist köstlich, sage ich dir. Jedes unserer Set-Menüs kostet 1040 Dollar. Was darf ich dir heute bringen? Ich möchte heute Fisch. Einmal das Set-Menü mit Fisch. Kommt sofort.
Dann bringe ich dich jetzt an deinen Tisch. Bitte sehr, ich wünsche einen guten Appetit. Nomf, Momf, Schmatz. Sehr lecker. Die Panade ist luftig, leicht und kross gebraten. Der Fisch selbst saftig, weich und vollmundig. Dazu noch die würzige, reichhaltige Suppe. Man kann gar nicht aufhören, sie zu löffeln. Das war absolut köstlich. Das macht dann 1040. Vielen Dank. Oh, ich bin sowas von pleite. Das hier erhält jeder unserer Gäste als kleine Aufmerksamkeit. Zwei Exemplare des Items Herzschuppe. Das ist cool. Allerdings habe ich den Typ, der die annimmt, noch nicht gefunden, ne? So, vielen Dank für den Besuch. Beehren Sie uns bald wieder. Okay. So, dann müssen wir hier lang. Wow, Mailas Laden ist ja viel schicker, als ich gedacht hätte. Sie ist so bodenständig und das, obwohl sie die Inselkönigin ist. Aha. Nas. Voluminas hat einen Brief bei sich, in dem Folgendes geschrieben steht: Hallo, ich bin's, Myla. Dieses Voluminas hütet manchmal den Laden für mich. Mir kam leider etwas dazwischen. Ich warte jetzt in den Ruinen des Lebens auf dich. Sie liegen hinter dem Hügel des Gedenkens. Bis dann, Myla. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Ein Trank? Du hast einen Top-Trank. Danke. Hast du Angst um mich, dass sie mich platt macht, oder was? Sieht so aus. Aber eigentlich soll der mich nur nicht hochlassen, ne? Oh ne, ich kann hoch. Wow, das sind nur Plüschvilosi. WTF? Ah ne, der hier ist echt. Seltsam. Ah, guck mal, was hier ist. Zikade-Würfel hat eine Lebensform absorbiert. Wieder eine Attacke. Sina ruft an. Du hast ja schon wieder einen Zikade-Kern eingesammelt. Dein Zikade-Würfel hat die dem Kern innewohnende Attacke gespeichert. Du kannst sie jetzt also jederzeit beliebig oft deinem Zygarde beibringen. Au revoir. Yay. So, hier wohnt Myla also. Interessant. Gut, gut, gut. Dann muss ich noch ins Center. Da war ich nämlich auch noch nicht. So. Höre die weisen Worte Hallas. Pokémon besitzen ein profundes Wissen über die Wirkung des Lebens. Die weisen Hallas, also. Ob die Pokémon in den PC-Boxen wohl bei Bewusstsein sind? Bewusstsein bedeutet ja buchstäblich, dass man sich in einem Wachzustand befindet, indem man sich seiner selbst sowie seiner Umgebung bewusst ist. Deshalb sollte die Frage eher lauten, ob die Pokémon in den PC-Boxen wach sind oder schlafen. Im letzteren Fall hätte ich nichts dagegen, selbst in den PC gelagert zu werden. Lell. So, werter Kunde, du hast ein Z-Kristall. GZ. Das Warensortiment hat sich erweitert. Auch wenn das überhaupt keinen Sinn macht, aber okay. So. Da 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 da, alles klar. So, hey, du kommst wirklich wie gerufen. Du hast einen Rotom-Pokédex, stimmt's? Dann habe ich den perfekten Job für dich. Habe ich dein Interesse geweckt? Aber hallo. Ich gehöre zum Personal der Effort Foundation. Momentan stelle ich Nachforschung zu einem Pokémon namens Quartermug an, das irgendwo im Schattendschungel sein soll. Aber ich finde keins.
Ja, das kommt nur zu 5%, das ist das Problem. Wenn du es irgendwie schaffen solltest, einen Quartermark zu fangen, würde ich dich darum bitten, mir seinen Dex-Eintrag zu zeigen. Du bekommst auch eine Belohnung. Na, was habe ich gesagt? Das ist doch der perfekte Job. Du, ich hab schon eins. Was? Du hast schon eins? Zeig mal her. Sieh an, sieh an. Einige dieser Daten lagen der Ever Foundation noch nicht vor. Sehr schön. Danke, hier ist deine Belohnung. Oh gut, Junge, ich bin nämlich ziemlich pleite und da fällt mir ein, ich kann meine Nuggets noch verkaufen. Das mache ich doch glatt mal. Ich brauche echt Kohle, ey. Ich bin total am Arsch. Wie immer halt, wie im echten Leben. So. Wo ist denn die Scheiß? Ah, hier ist er. So. Und verkaufen. Gib mir das Geld. So, jetzt sieht es schon etwas besser aus. Sehr schön. Gut, muss ich noch irgendwas machen? Nö, das sieht gut aus. Alle sind fit. Sehr schön. Alle 26. Läuft. Außer unser Starter, der ist schon etwas höher. So, hallo. Gegenüber der Stadt liegen ja der Hügel des Gedenkens und die Ruinen des Lebens. Dort meint man wirklich, die Präsenz der alten Könige von Alola zu spüren. Na, die trauen sie was, ey. So, Kuni Kuni City, eine von der Meeresbrise umschmeichelte Stadt. Aha. Erstmal schnüffeln. Oh, ist das seltsam, wenn die Ansicht sich ändert. Inselkönigin Myla setzt Pokémon des Typs Gestein ein. Die haben ja leider recht viele Schwächen, aber sie ist dennoch super stark mit ihnen. Gestein, okay. Also wenn es gut läuft, kriegt man die platt. Ich hab da ja was gegen. Sogar mehrere Sachen. Das dürfte also passen. So, was ist hier? Hier komme ich nicht hin. Hier ist irgendwie gar nichts. So, Kap-Leuchtturm, auch bekannt als der Leuchtturm auf dem Kap. Oh. Ja, ich habe auch eins. Ja. So viele Pikachu. Wohin das Auge reicht? Pikachu hier, Pikachu da. Pikachu überall. Da bekomme ich gleich mal so gute Laune, dass du ein Pikachu im Set von mir bekommst. WTF? Das muss man austesten. Wobei, das wird uns nicht lange Freude machen. Ich muss das dann mal entwickeln, ne? Oh je. Sag Bescheid, wenn ich einem Pikachu die Attacke Voltaggle beibringen soll. Wow, es wird ja immer besser. Nee, nee, ich will mit der alten labern. Du möchtest also, dass dein Pikachu Voltaggle erlernt. Ich will mir das auf jeden Fall mal angucken. So, zack. Welche Attacke soll ersetzt werden? Naja, ich brauche. Ach so, ich habe schon Funkensprung. Ah, fuck! Ha, wenn ich wüsste, wie meine Wert. Oh, unter 20 Stärke, Alter. Angriff mit Elektro-Tackle. Der Anwender nimmt dabei selbst großen Schaden. Das Ziel wird eventuell paralysiert. Ja, jetzt müsste ich halt meine Werte wissen, ne? Wartet mal. So, ich habe einen Angriff von 37. Oh, das Pikachu, ne? Ist eigentlich schon wieder. Ich habe einen blauen Spezialangriff. Yay.
Das ist totale Scheiße. Ich glaube, ich lasse es einfach bei dem Z-Kristall. Ich spech mich nur wieder selber weg. So, das müssen wir auf jeden Fall mal testen. Pikachu Z. Einsetzen. Geben. Pikachu trägt Überreste. Soll es getauscht werden? Jo. So, du hast eine Z-Attacke, du hast eine Z-Attacke, du hast Überreste, du hast eine Z-Attacke und du hast eine Z-Attacke. Da alle Z-Attacken haben, ey. Ich will halt nicht physisch angreifen. Naja, gut, dann sind wir jetzt hier fertig. Und dann müssen wir jetzt zurück. Ah nein, wir haben das eine Haus vergessen. Das machen wir einfach später. Ich latsch jetzt. Wir müssen bestimmt später eh wieder dahin. Okay. Dann geht's jetzt hier weiter. So, da ist ein Item. Ah, da geht's hoch. Okay. Hallo, Wuffels. So, hier befinden sich die Gräber von Menschen, die früher in Alola eine wichtige Stellung inne hatten. Sie wollten wohl, dass das Kapu über ihre letzte Ruhe wacht. Wenn meine Zeit kommt, würde ich mir gerne ein Grab mit meinem Wuffels teilen. Wow, das ist hart. Ein Grab mit seinem Tier, in dem Fall. Po okay, hier ist was. Ah, hier direkt. Heilpuder. Okay. Ja, lass uns mal kämpfen hier. Komm her, Opa. Lass mich mal meine neue Attacke austesten. Du, 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 du. Ah, wow, fuck. Wollte gerade sagen, schöner Ball. Ja. Ich will die hat. Level 23. Z-Kraft. So, was können wir jetzt machen? Oh, es hängt. Aber wie? Es hängt. Nö, keine einsetzbare Attacke verfügbar. Ach so. Es hing doch nicht. Das sah nämlich so aus, als hängt das. Das ist blöd. Was muss ich denn können, damit das geht? Oh. Pikachu, warum kannst du nichts? Sag mir nicht, ich brauche dafür Voltackle. Das wäre blöd. Dann muss ich das echt nochmal machen. Und da muss ich wirklich Funkensprung rausnehmen dafür. Okay. Wird wahrscheinlich so sein, ne? Dann müssen wir das doch machen. Na gut. Hilft ja alles nichts, ne? So. Aber das nervt doch schon wieder, ey. Oh je, oh je. So, hab ich was gegen Nachtara? Ich habe keinen Käfer. Ich habe keine Fee. Das ist blöd. Auf was gehe ich jetzt? Ach komm, der Fisch muss auch mal wieder ran. Da, das wirkt nicht bei mir. Oh, der mit seiner Scheißverwirrung. Triff. Ja. Wow, trotz unseres großen Werts ziehen wir doch nicht so viel ab. Ja, das ist mir Wimpe. Du musst nur angreifen. Natürlich greift er nicht an.
Jetzt. Passt. Ha! Sehr schön, Verbrennung. Das ist gut. Nein! Was ein Arschloch! Scheiße, Alter! Oh nein! Jetzt bin ich auch verbrannt! Alter, der will's echt wissen, ne? Und der hat eine Top-Genesung! Ja, genau! Raste aus, ey! Ja, super! Da freut man... Ja, wieder verbrannt! Geil! Ach, jetzt geh doch weg! Ich brenn doch eh schon! Was zur Hölle, ey! Der erste Kampf heute und schon geht's wieder direkt ab, ey! Komm, du machst ihn jetzt platt! Oh nein! Schon wieder verwirrt! Ich rast aus, ey! Ja, du hast es geschafft! Alter! Oh Mann! Lursadin erreicht Level 27, jawohl! Okay, dann gehe ich nochmal zurück und mach das mit dem Pikachu mal doch. So, der passt hier nicht durch, das dicke Kind. Okay. So, jetzt aber. Das, irgendwann kommt ja eh noch, Wangrubler rein. Und dann wollen wir es ja eh entwickeln. Dann können wir es ja zur Not auch wieder verlernen. So, ja, ich bin's nochmal, ne? Ich will diese Attacke doch mal haben. Gib her. So, welche Attacke soll ersetzt werden? Funkensprung. Auch wenn wir die gerade erst gelernt haben. Zumindest glaube ich das. So. Gut, dann weg hier. Na, wir hätten uns nochmal heilen können. Ein Hin- und Hergerenne schon wieder. Und weiter geht's. Warum Lursadin, du kannst nicht verstehen, warum Lursadin schwächere Basiswerte hat als Sonnenkern. Nur damit Sonnenkern etwas Zuneigung von Game Freak bekommt. Nee, nee, das ist ganz einfach. Weil Lursadin in seiner Schwarmform total OP ist. Danke für den Follow. Und man das irgendwie ausgleichen muss. Und deswegen ist es halt ohne Schwarm totaler Crap. Das hat ja nichts mit Sonnenkern zu tun. So. Der Kleine will auf die Fresse. Ey, wie kannst du da nicht durchpassen, ey? Oh Mann. Na dann, Attacke. Ba, 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 ba. So, dann zeig mal, was du drauf hast. Pummeluff. Okay, da kann ich doch mal diese neue Attacke testen, oder? Wehe, das geht jetzt nicht. Ich will dieses Pikachu-Z-Attacke. Ja, jetzt geht's auch. Perfekte Pika-Projektil. Na, dann mache mal. Ist das geil. Finde ich jetzt schon gut. Ach, ist das das aus dem Trailer? Der wirft das jetzt so weg, ne? Ja, ja, doch. Tschüss. Jawohl. Finde ich gut. Ah, schöne. Das ist so witzig, da will man ja am liebsten
dass Pikachu gar nicht mehr entwickeln. Okay. So, was hat er eingesetzt? Ich glaube, jetzt kommt irgendein. Ach ja, genau. Alles richtig gemacht. Irgendein Insekt wollte ich schon sagen. Okay. Auf, auf. Und putz. Oh, er lebt noch. Krass. Na, dann nochmal. Funkenflug. Auf, auf. Und tschüss. Yay, Level up. Mimimi. So guckt er gerade. Mimimi. Alles klar. So, hier haben wir noch ein Item. Ein Schutzband. Okay. Ist hier noch irgendwas? Da drüben ist auf jeden Fall was. So. Und hier kann ich wohl offensichtlich mein Poki wieder rufen. Ja. Oh, da ist auch irgendwo was. Ah! Dicke Kind, ey. Ah, hier. Ein Fensterball. Das ist cool. Fensterbälle fetzen, nämlich. Nein, ich bin runtergesprungen. Dann den ganzen Weg nochmal. Das war fail. Das wollte ich nicht. Ein Glück ist es nicht weit. Naja, gut. Dann kann ich ja auch gleich hier weitermachen. Da drin ist bestimmt wieder nur Nebulak. Wie bei dem anderen Friedhof. So, Oma ist am Start. Hi Oma! Wow! Den haben wir ja gefangen. Ja, dafür da bräuchte ich jetzt Gift. Ich habe sogar Gift. Aber ey, ich fand das so niedlich. Ich will das nochmal sehen. Das hat irgendwie was. Ist das gut, ey! Wie sich das wie freut, ey. Jetzt frage ich mich, wie ist die Animation bei einem weiblichen? Haben sie das dann auch weiblich dargestellt? Das wäre interessant zu wissen. Alter Pikachu, du bist ein Killer. Kriegst aber leider eine Verwirrung reingedrückt. Oh je. Komm, du musst nur einmal treffen. Nein. Hat sich erledigt. Wir wechseln, wir wechseln. Ah, wozu mache ich überhaupt die Z-Attacke? Oh, du triffst aber trotzdem. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Gut, wir müssen wirklich wechseln. Auf, auf. Ja, Wickel. Yes, geht daneben. Gut gemacht, sehr schön. Und Giftschock. Sehr effektiv. Oh nein, ich noch eine Verwirrung. Komm schon, Junge. Jawohl. Wir scheißen da heute drauf. Oh, und er lebt immer noch. Okay, dann nochmal. Komm schon. Wickel wieder. Ah, das wäre zu schön gewesen. Komm. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Jawohl. Das hast du echt gut gemacht. Wow, das sieht ja traurig aus, wenn es stirbt. Okay. Oma fix und fertig. So muss das sein. Naja, Omi, hier sind ja Gräber, ne? Du hast es ja nicht weit. So. Der war böse. So, Mauzi, du musst nach vorne. Ja.
Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Irgendwo hier, bei der Oma. Oh, Oma, du stehst im Weg, Alte. Ich find's nicht. Nee, das ist hier. Ah, hier. Vitalkraut. Na, das kennen wir, ja. Oh, da bist du. Punkerin hört sich doch recht abschreckend an. Findest du nicht auch? Ah, du bist eine Punkerin. Geil. Läuft. Jawohl. Auf geht's. Es ist schon wieder kacke, dass Mauzi gerade vorne ist, ne? Danke für den Follow. 100 Sternis für dich. Viel Spaß damit. Ich muss schon wieder auf Mulung. Es hilft ja nichts. Ich mag die Mucke. Die fetzt auf jeden Fall. Ah, fast. Und dass da immer noch so ein Fitzel übrig bleiben muss, ey. Zieh es doch nicht immer in die Länge. Und ciao. Ja gut, die sieht ja aus, ey. So, ich frag mich gerade, habe ich den Ball mitgenommen, den man gesehen hat, oder habe ich den nicht mitgenommen? What the fuck? Du bist Pflanzegeist, das heißt, ich kann nicht angreifen. Was machst du denn hier, ey? Ah, nicht killen! Gut, 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 perfekt. Na, ist erstmal ein Paragoni hier. Kann man mal machen. Auf, auf! Zack. So. Neuer Deckseintrag. Du, 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 du. Spitzname, nö. Kein Bedarf. So, jetzt bin ich aber echt gespannt. Habe ich das Ding mitgenommen? Jetzt ist 10 Sekunden her und ich weiß es schon nicht mehr. Nee, habe ich nicht. Wie komme ich denn da hin? Ach, direkt über die Wiese. Ja gut, das kann ich ja nicht riechen. Und da ist noch eins. Okay, bis. Fast. Ah, zurückgeschreckt. Passt also. Und nochmal bis. So, Mauzi erreicht Level 27. Sehr schön. Und nein, Mauzi, erst auf Level 30. Abbruch. Ja, meine Sympathie ist schon längst hoch genug. Ich breche das aber ab. Weil ich will Zahltag lernen. Ich brauche Geld. Ich habe übelsten Geldmangel in dem Spiel. Ich brauche Kohle. Und ja. Und wenn ich offline Level 1 Pokémon klatsche, ist egal. Hauptsache ich krieg Geld. Die scheiß Klamotten sind zu teuer. Und Nebulak. Außerdem finde ich die Attacke Zeittag einfach nur lustig. Gut.
Oh, was hier? Team Skull, ihr gebt jetzt auf der Stelle das gestohlene Pokémon zurück. Na los! Fleck. Fleckmon ist eh das geilste Pokémon, was es gibt. Das ist so der übelste Chiller, ey. Früher stand auch irgendwie mal, war es im Anime oder im Pokédex, weiß nicht. Wenn man Fleckmon verletzt, merkt das den Schmerz erst 10 Sekunden später. Das ist halt so übelst die Chiller-Maschine, ey. Jetzt kommen uns doch hier nicht mit sowas. Red mal Klartext mit denen, damit sie es checken. Wir verhökern die Pokémon, ja nicht zum Spaß. Schließlich müssen wir ja auch was von irgendwas leben, kapiert? Aber bitte, wenn ihr es unbedingt zurückhaben wollt, dann nehmt es uns doch im Kampf ab. Glück. Das ist so gut, ey. Ärmel hochgekrempelt und ran an den Feind. Das würde nun unsere werte Präsidentin sagen. Sie haben leicht reden, Herr Regionalleiter. Schließlich mache ich immer die ganze Arbeit. Aber ich bin nun mal die letzte Bastion der FA Foundation. Und als solche kann ich mich wohl schlecht in den erstbesten Kampf stürzen, oder? Moin. Hey, du da. Du kommst gerade recht. Ich überlasse dir die Ehre, die Schergen von Team Skull zu verjagen. Ach, immer ich. Na, bist du bereit für diesen Fight? Ich wurde ja schon bereit geboren. Aha. Na dann. Gibt's wieder auf die Schnauze. Wow, er hat einen Radikal. Ja, gleiche Problem wie bei Nachtara eigentlich. Das ist blöd. Aber das kriegt man schon hin. Putz. So, wen haben wir denn noch? Vom Level her Pikachu. Oh komm, ich mag die Z-Attacke. Du darfst jetzt nur nicht sterben, Pikachu. Sagte er und kriegt deinen Hyperzahn in die Fresse. Ja. Das ist uncool. Alter, ich feier das irgendwie. Das sieht so cool aus. Mein erstes Pokémon, was ich je bekommen habe, war ja die gelbe. Und sprich, mein erstes wirkliches Pokémon war ein Pikachu. Jawohl! Level up! Sehr gut gemacht. Ich glaube ja, ich spinne. Bist du zu stark oder ich zu schwach? Die Wahrheit tut jedenfalls weh. Das olle Pokémon brauchen wir eh nicht. Nehmt's und gibt gefälligst Ruhe. Ciao. Was für eine Erleichterung. Glück. Ich liebe Fleckmon. Ich danke dir. Du bist doch auf Inselwanderschaft, oder? Jedenfalls bist du ein großartiger Trainer. Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich würde dir gerne etwas Großartiges zeigen, aber bestehe erstmal Akalas große Prüfung. Dann werde ich dich vom Hanno Resort aus an einen unglaublich tollen Ort führen. Du hast uns aus der Patsche geholfen. Ich danke dir ganz herzlich für alles. Was für ein Glück, dass du gerade vorbeigekommen bist. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Oh, wisst ihr, an wem mich dieser Typ erinnert hat gerade? Es gibt doch dieses eine neue Pokémon, dieses komische Insekt mit den großen Augen. Der Typ sah irgendwie genauso aus wie dieses Insekt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Und da ist eine Zigarrenzelle. Okay, wie komme ich da hin? Apropos, ich weiß auch noch, wo es eine gibt. Habe ich gefunden. Offline.
bei Lili, aber nur nachts. Das heißt, sobald es hier Nacht wird, zeige ich euch das mal. Dauert noch ein bisschen. So, Flucht. Dich kann ja nun wirklich keiner leiden. Oh, hi, was geht? Warte mal kurz, komm gleich zu dir. Blutsauger gibt's hier, okay. Naja, das bringt nichts, das ist physisch, ne? Na gut, 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 gut. So. Wir greifen aber speziell an. Da, ein Angler. Wow, Stern du! Schade, dass er nicht shiny war. Shiny Stern du, übel geil. Mauzi, der ist nur Level 23, ne? Halt die Frage, was kann der? Das weiß ich nicht. Aber bis jetzt kann er gar nichts. Okay, Raub. Jawohl, gut gemacht, Mauzi. Oh, und ein Karatos. Na da musst du ran, Junge. Arboretos, du bist dran. Da hat er erstmal ein Garados am Start. Ja, genau, ne? Wisst ihr, was wir auch noch nie gesehen haben? Die Saatkraft von ihm. Brillante Blütenpracht. Auf. Die müssen wir uns ja auch noch angucken. Na dann, mein lieber Shiny Starter, auf. Mach uns den Super Saiyajin. Ja gut, viel abgezogen hat das jetzt aber nicht, ne? Na da, Rasierblatt. Sah auch nicht so krass aus irgendwie. Weiß nicht. Das von Pikachu finde ich cooler. Pikachu wäre auch die bessere Wahl gewesen gegen das Garados. Aber der, naja, der hat halt keine KP gerade, ne? Das ist das Problem. Und ich glaube, wir schaffen das auch so. Komm schon! Alter Fuchtler! Stirb! What the fuck? Knappes Ding, ey. Knappes Ding. Okay. Ey, der hat mir ins Gesicht geschlagen. Kindesmissbrauch, Hilfe! Ach du Scheiße. Nicht das Spielchen wieder, ey. Vor Hariyama habe ich immer ziemlich Angst. Naja, Murgelhieb, auf. Und wechseln. Auf Lursadin. Okay. Z-Kraft. Heute ist Z-Kraft-Part. Heute darf jeder mal ran. Wir brauchen noch eine Z-Kraft vom Typ Unlicht. Wir haben eine normale, aber die spiele ich nicht.
Na, ich maut sie halt mit Überreste noch spielen, ne? So, ciao. Okay, da ist er down. Irgendwo hier war noch ein Item. Erstmal nehmen wir die Zigarrenzelle mit. Wegen der bin ich ja eigentlich dahin. So, genau. Das wird auch ein Akt. Ich will die alle finden, ne? Ob ich die jetzt live aufnehme, weiß ich nicht. Aber ich will die alle finden. Ah, das wird nicht leicht. Ein Mini-Pilz, okay. So, was jetzt? Sind wir jetzt schon da? Das ist okay. Du bist also der, von dem Gladio erzählt hat. Für mich siehst du aus wie ein ganz gewöhnlicher Junge. Hey, ich hab Slimer-Kosen, was willst du? Ich bin Fran, Fran, keine Ahnung. Fran. Franziskaner Weißbier bin ich, okay. Ich halte Team Sky zusammen. Ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du ärgerst meine süßen Geschwister. Also muss ich dem ein Ende setzen. Aha! Wow, die Mucke, die Mucke! Golbert. Aha. Ich habe auch mittlerweile ein Golbert. Aber noch kein X-Bad. Die Mucke ist sehr interessant, Leute. Och nee. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Oh, wir haben nicht mehr so viele Auswahl hier, ne? Das ist uncool. Alle total im Arsch. Oh, es ging daneben. Geil. Okay. Aber wir kriegen wieder eine Verwirrung rein. Oh. Scheiße. Hab ich kommen sehen. Fuck. Nochmal. Oh, nicht unter 20. Greif an. Jawohl. Verbrenne, verbrenne, verbrenne. Yes. Diese scheiß Verwirrung immer. Das Spiel lebt von Verwirrung. Ist euch das mal aufgefallen? In jedem Kampf wird man verwirrt. Jedes Pokémon hat irgendwie eine Attacke, die dich verwirrt. Das ist so krank. So, Golbat ist hinüber. Aber Lurs hat ihn auch. So, was hat sie noch? Ja. Fuck, ey. Mulung. Da muss ich eigentlich drin bleiben. Da muss ich mich mal heilen. Ich hoffe, wenn ich mich heile, verwandle ich mich auch wieder. Weil wenn nicht, wäre das irgendwie scheiße. Das ist eine interessante Frage. Kann man sich während des Kampfs wieder groß machen? Ich weiß es nicht. Testen wir es mal. Offensichtlich ja. Gut. Ich werde aber gleich wieder klein. Aber ich darf trotzdem nochmal angreifen. Das passt. Und los geht's. Du musst nur überleben. Dann darfst du nochmal angreifen und dann wirst du erst klein. Also, ich fand das heute mega geil.
Bumm. Ciao. Level 28. So. Nein, Mauzi. Aus. B, 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 B. Noch nicht. Noch zwei Level. Okay. Ha, du bist ganz schön stark. Aber wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich das nächste Mal ernst. Ciao. Gut, Leute, im nächsten Part machen wir dann die Prüfung. Ich bin gespannt. Daumen hoch und unbedingt wieder einschalten. Bis dann.